Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im Ranglistenmodus. Muss man kurz hier reinschauen. So, Flohmarkt, Söldnerzeit, Riesenschnecken. Ich nehme die Burg. Welcome to Nova. Ja, Arme Lukas ist wieder dabei. Wir zocken einfach viel zu gut zusammen. Das müssen wir ausnutzen. Ah, ist schon krass, was ich hier habe. Na, der Sarg ist shit, aber. Das ist richtig strong. Das ist gut. Das ist alles gut. Holy shit. Ich fange aber, glaube ich, mit ihm an. Geh mal ein bisschen weiter hinter. Wir fangen mit ihm an. Damit wir das Fiesta auch ausgleichen können. Ist wichtig. Weil den Bone Crusher, da wäre ich wirklich jetzt zu gierig, wenn ich den hinstelle. Das mache ich lieber später. Kann ich vorne ein paar Bone Crusher hinstellen oder die Torwächter. Was ist hier drüben los? Ein Berserker. Okay. Das heißt auch 5. So. Habt ihr irgendwas gelesen mit 100%? Wird nicht mehr angezeigt. Na gut, nicht so schlimm. Braucht unsere Hilfe. Ja, ich bin doch schon da mit meinem Ochsen. Der Doombringer. Prinzenrolle. So, wir warten auf. Und. Dann können wir hier einen davon hinbauen und hier drüben einen davon. Den können wir dann später noch aufwerten. Aber mit Healing, die regenerieren sich so stark und dann hat man noch den Meeresdrachen, der dann auch noch heilt. Das ist schon fett. Meerestral kostet 95, wir kriegen hier 84. Das heißt, ich werde mal keinen fünften Worker gehen, sondern lieber den Meeresdrachen hinstellen, weil ich hier noch ein bisschen ausgleiche. Aber das scheint er zu halten. Ja. Das hält er. So, wir können Meeresdrachen hinsetzen. Den. Können wir an sich eigentlich hier platzieren, da? Ja, das machen wir. Noch eins weiter vor. Okay. Passt. Jawohl. Das sind so die Feinheiten, die da noch ein bisschen das Ganze ausmachen. Aber so habe ich natürlich gar kein Problem, die Wave zu halten. Ja, schaffst du. Mit dem Meerestrachen bin ich wirklich gut dabei. Ja, du baust auf Nummer sicher wahrscheinlich. Ich hole noch einen Worker. Und dann können wir hier noch einen hinsetzen. Den kann ich dann zum Archer machen oder zum Magier. Je nachdem, worauf ich Bock habe. So, drüben Berserker und Waldläufer. Und ein Baum. Okay, ich bin schon mal gut abgesichert durch das Healing. Das Healing ist mega stark. Wir werten weiter den King auf.
Ja, das ist gut. Ich könnte jetzt einfach zwei Schnecken reinschicken. Um mal zu gucken, was passiert. Und 5 ist eigentlich eine gute Wave für mich. Wir könnten noch einen Meeresdrachen platzieren. Ja, wieso nicht? Yes, my lord. Schick mal Stecken rein, 3 Stück. Die könnten vielleicht den Baumwächter gut treffen und die Skorpione könnten die anderen kalt machen. Ah ja, 60 geschickt. Aber alles nur so King aufwerten. Okay, er hat jetzt noch einen Walk hingestellt. Jetzt wäre die Strategie wahrscheinlich gut aufgegangen. Ja, der Große ist down, das ist gut. Das ist immer wichtig bei Fiesta, dass man den Großen zumindest down kriegt. So, wir werten jetzt mal den auf. Und dann können wir auch... Okay. Dann können wir auch hier noch einen hinstellen. Ungefähr so. Ja, ich sollte gar keine Probleme haben, das zu heilen. Das zu halten, weil ich hochgeheilt werde. Und auch die Bone Crusher haben ein sehr gutes Healing. Das darf man immer nicht vergessen. Also im Early Game zumindest. Im Endgame sind die kacke, aber. Am Anfang heilen die sich wirklich stark hoch. Elite Archer. Ja, den Rest spare ich. Ich will jetzt nicht noch einen hinstellen. 2 reichen. Da drüben rechts und hier reichen auch 2. So, er möchte also auf Kobras gehen. Ich könnte... Ja, also, wir schicken Dinos rein, so, da gibt es eigentlich nicht großartig zu überleben, überlegen. Da gehen immer Dinos rein und Frontline. Der Bock geht schnell down. Ja. Er vielleicht auch noch ein bisschen schneller. Haben wir noch die Turtle noch mit rein. Den können wir aufwerten. Das ist gut, dass ich mir das Gold gespart habe. Jetzt habe ich genau 0. Sehr gut. Gut aufgewertet. Perfekt ausgenutzt. Oh, hier drüben. Pirat. Oh, Triple Unhold. Eine Schnecke kriege ich noch rein. 200. Gargoyle. Okay, der Wachs natürlich schnell down. Gegen Daphne und Berserker lieber massive Schnecken senden. Okay. Ja, macht Sinn, weil die sich verstärken, wenn die länger auf einen angreifen. Klingt logisch. Ja, und dafür ist die, diese Nymphe. Und Berserker kennt ihr ja. Ich habe ja sogar eine
eine Runde gemacht, habe ich 14 Stück davon gebaut. Deswegen wisst ihr, wovon ich rede. Okay, gehen wir auf 11. Hört sich gut an. Wir bauen jetzt hier erstmal Torwächter noch hin. Die werden uns helfen, die nächste Wave zu überstehen. Für die 10 sollte der Elite Archer reichen. Und dann gehen wir auf 11. Wir könnten Riesenschnecken schicken. Riesenschnecken. Der macht schon Sinn. Aber ist geschickt, nö. Macht schon Sinn, die Riesenschnecken. Solange die keinen Fürst des Todes haben oder irgendwas, wo sich Mana dann wieder aufsammelt. Wenn eine, also wie die Katzen oder Fürst des Todes, dann sind kleine Einheiten richtig gut. Könnten noch einen bauen. Jetzt können wir eigentlich auch noch einen upgraden. Dann kann ich vorne noch einen Auerochsen hinstellen. Arkane Verteidigung habe ich zwar gar nicht, außer die beiden. Okay, dann senden wir halt einfach Schnecken. Aber 16 kriege ich nicht hin. Huh. 16 kriege ich nicht hin. Ich glaube, die verbinden sich nicht, wenn man die, wenn man davor noch welche platziert hat. Aber ich kann jetzt direkt die Schnecken und den Hörn mit reinschicken. Wir können auch Seepferdchen upgraden, zumindest eins. Hier mache ich den draus. Und dann können wir noch zwei Worker holen. Und dann sieht es auch sehr gut aus. Ja, so viel hatte ich aber nicht. Da hätte ich mehr Material gebraucht. Ich hätte ja 320 dann schon gebraucht irgendwie. Oh ja, der geht gut down. Strahlender Nimbus, wo? Hier drüben. Der hat ein bisschen auf die Fresse gekriegt, aber steht da noch gut. Ich habe hier geblockt. Kann auf jeden Fall Worker aufbauen jetzt. Jo, beide gut durchgekommen. Das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Da können wir auf jeden Fall noch zwei Worker reinhauen. Der Party. Okay. Alter, das war knapp. So, wir bauen den Elite Archer auf. Wir könnten den Bone Crusher hier aufwerten. Und fertig. Reicht. Mehr will ich auch gar nicht platzieren. Macht keinen Sinn. So, 14 und 15 wären für mich nicht so einfach. Die hätte ich vielleicht gegen den Tank austauschen sollen. Gegen den Arkan-Tank. Aber egal. Wir kommen auch so zurecht. Ja, seine Goldwerfer kacken trotzdem schon mal ab.
Mit dem Tor hat er verteidigt, aber die Goldwerfer sind tot. Das ist schon sehr scheiße für ihn. Dann eben nicht. Wir können hier einfach noch mehr hinbauen. Was soll's? Die sollen ja nur abwehren. Für was anderes sind die ja gar nicht da. Die sollen das nur hinauszögern. Auch Riesenstecken reingeknallt. Okay. Ja, natürlich schicken wir wieder Riesenstecken rein, das ist klar. Ich? Ja, den kriege ich auch noch hin. Das ist kein Problem. Ja, der Verheerer ist natürlich. Der hält viel aus, ne? Ja, was werden wir halten? Das werden wir halten, gar kein Problem. Hat perfekt gereicht. So, jetzt können wir natürlich den Elite Archer nochmal. Wir könnten noch einen hinstellen. Fertig. Wir könnten noch ein bisschen Stichschaden vielleicht mit reinbringen. Indem wir noch einfach noch zwei Äxte reinschicken. Ja, machen wir. Und dann sollte das Ding durch sein. 160 in Schnecken. 480. Eine Schnecke lebt noch. Ja, ich komme durch, sehr gut. Oh, hier ist noch einiges durchgekommen. Das könnte es für uns schon gewesen sein, dass wir das Game gewinnen. Ja, das war's. Ah, hier lernt ihr was dazu, schreibt euch auf, was ihr in meinen Legion-Videos lernt. Das war es mal für heute. Schaut auch gern bei den anderen Videos vorbei, zum Beispiel hier war ein hartes Game mit Amolukas zusammen mit Fiesta. Lasst gern ein Abo da, ein Like. Bis dahin, entspannten Tag, bis zum nächsten Mal. Ciao.